Bei Borussia Mönchengladbach hat Trainer Lucien Favre die Vorbereitung auf das erste Pflichtspiel der Saison eröffnet. Am Sonntag treten die Fohlen im DFB-Pokal bei Drittligist Darmstadt 98 an. Bei Publikumsliebling Ruhe Brauers ist die Vorfreude auf diese Partie bereits voll zu spüren. Sehr groß, wir sind alle froh, dass es anfängt. Wir haben gute Vorbereitungen gehabt. Zwar hart, gut gearbeitet und ja, jetzt denke ich, sind wir alle froh, dass wir wieder ein Pflichtspiel haben. Du bist seit Anfang der Vorbereitung dabei. Was hast du für einen Eindruck gewonnen von der Mannschaft? Ja, ich denke, wir sind fit. Wir haben Fortschritte gemacht in die Vorbereitung. Viele Dinge, die wir machen wollen, sind gut geübt. Und ja, hoffentlich können wir das jetzt Sonntag zeigen. Was hast du dir persönlich für die Saison 2013-2014 vorgenommen? Ja, in jedem Fall versuchen, eine gute Saison zu spielen. Ja, versuchen, so viele Spiele wie möglich zu machen. Und, ja. Was glaubst du, ist für die Borussia in der neuen Saison möglich? Ja, wir müssen uns versuchen, jedes Jahr zu steigern. Letztes Jahr haben wir es letzten Spieltagen nicht geschafft, die Europapokalplätze. Und jetzt ja, wir müssen versuchen, in jedem Fall da mitbleiben zu spielen. Und dann werden wir am Ende sehen, wo wir rauskommen. Worauf müsst ihr euch im Hinblick auf das Spiel in Darmstadt noch besonders im Training vorbereiten? Ja, wir müssen sowieso vom Kopf her uns gut vorbereiten, weil es ist immer schwer, gegen einen Drittligist zu spielen. Und die würden voll Gas geben mit dem Heimpublikum da hinter die. Und es sind immer schwere Spiele, es ist ein Pokalspiel. Da muss unser Kopf 100% motiviert sein, alles geben. Und dann müssen wir normalerweise da eine gute Leistung bringen. Jetzt. So, danke.